Wir sind wieder im Oberlin-Seminar und zwar bei der allgemeinen Problematik Statistik. Und hier betrachten wir aber die sogenannte deskriptive Statistik, das bedeutet die beschreibende Statistik. Dazu gehören die Merkmalsausprägungen, die Skalentypen, die Mittelwerte, die Streuungswerte und so weiter. Damit werden wir uns also in der nächsten Zeit beschäftigen. Und heute betrachten wir nochmal Skalentypen. Wir unterscheiden grundsätzlich nach der Art eines Merkmals diskrete Merkmale von den kontinuierlichen Merkmalen. Bei den Skalen gibt es die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Proportionalskala. Bei der Nominalskala werden Alternativmerkmale, wie zum Beispiel das Geschlecht, die Fellfarbe von Tieren und so weiter betrachtet oder abgebildet. Lina, gib mal weiter, was wir jetzt hier haben. Mhm. Bei der Ordinalskala betrachten wir den diskreten und kontinuierlichen Fall. Diskret sind zum Beispiel Zensuren mit den Kategorien sehr gut, gut, befriedigend, genügend und ungenügend. Weiterhin die Feinheit von Stoffen in den Kategorien sehr fein, fein, grob oder sehr grob. Ja, Lina, dann betrachten wir nochmal den kontinuierlichen Fall für die Ordinalskala. Da haben wir wieder Größen beim Menschen, zum Beispiel kleiner als 50 cm oder kleiner als 1,50 m oder kleiner als 2 m. Schließlich kommen wir zur Intervallskala. Im diskreten Falle betrachten wir Zensuren mit den Noten 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Im kontinuierlichen Fall haben wir zum Beispiel Körpertemperaturen in Grad Celsius. Die können ja gehen, nehmen wir mal an, von 36 bis maximal 42 Grad und da kann jeder Wert auftauchen. Als letzte Skala betrachten wir die sogenannte Proportionalskala. Wiederum im konkreten Falle betrachten wir sogenannte Zähldaten und im kontinuierlichen Falle sprechen wir schlechthin von Mengenangaben. Das, wie gesagt, zu den Skalentypen. Wie gesagt, wir merken uns die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Proportionalskala. Man spricht manchmal auch von der Nominalskala, von der Ordinalskala und so weiter. Ja, das war relativ kurz und knapp. Für uns war es das heute wieder. Okay, gut.